Du Lenny, sag mal, ich habe mal eine Frage. Es ist ja bald wieder Frühling und das heißt, die Boote kommen wieder ins Wasser. Ja. Ich glaube, es ist aber noch Winter, ne? Das ja, heißt, noch ist Winter, aber nicht mehr lange. Ist noch kein Frühling. Nein, aber bald ist Frühling und bald kommen die Schiffe auch wieder rein. Und dann ist es nämlich oft zu spät. Wofür? Für Arbeiten am Schiff, die man nur machen kann, solange das Schiff nicht im Wasser liegt. Last-Minute-Arbeiten. Das sind aber weise Worte, muss ich sagen. Ja? Woher hast du das? Fällt mir alles einfach so ein. Wirklich? Ja, ich brauche Last-Minute. Hast du irgendwo gelesen, bei Dr. Google oder so? Ja, habe ich auch gelesen, kann ja sein. Aber du gibst jetzt uns Bootsbesitzern Last-Minute-Tipps. Arbeiten, die man noch erledigen muss, bevor das Schiff wieder ins Wasser kommt. Aber nur, weil du es bist. Na los, komm los, zeig's mir. Na dann leg mal los. Was sollte man machen, bevor die Schiffe wieder ans Wasser gehen? Ach, du willst doch alles von mir wissen, was? Ich will alles wissen. Ja. Naja, du, guck den mal an und guck dir dieses Schiff mal an. Was würdest du denn machen, bevor es ins Wasser geht? Du, ich glaube, da ist was mit der Wasserlinie. Ja. Die Frage ist natürlich jetzt, du, wenn ich mir das hier so angucke, das ist ein GfK-Schiff. Ja. Das ist hier so richtig schön gelb, ja. Und hier ist so der Dreck von einer ganzen Saison, wenn nicht mehrere Saisons dran, ja. Das ist nur von einer Saison. Das ist nur von einer Saison. Ja, ja. Aber die Frage ist ja, muss man jetzt mal machen, ist gut, aber wie kriege ich das hier ab? Richtige grobe Schleichpapier nehmen, ja. Und dann schön drüber gehen und dann ist alles weg. Ja, aber dann ist auch die Beschichtung weg, dann ist auch das Außending hier. Wie heißt das beim GfK, die letzte Schicht hier? Gelcoat. Gelcoat, genau. Man geht natürlich nicht mit Schleifpapier drüber. Nee. Da ist ein, aber wie kriege ich es ab? Das kann man mit... Tipp, Tipp ist entweder Zitronensäure kann man machen. Zitronensäure. Säure, das spritzt man ein und dann lässt man es mal kurz einwirken und dann kann man es richtig sauber machen. Ja. Man kann es mit Urinsteinentferner machen. Urinsteinentferner? Ja, guck mal, wenn das alles Kalk, was da dran ist. Ja. Spritzt man kurz ein, einwirken lassen und dann sauber machen. Und dann wird es auch wieder richtig sauber. Und dann sieht es eigentlich so aus wie hier an der anderen Seite da. Aha, also wenn man es sauber gemacht hat, sieht man es hier. Das ist in Ordnung. Ja. Auch ein kleiner Tipp für unsere Bootsbesitzer und unsere Fans im Kanal, das ist jetzt auch nicht Urinsteinentferner, ist jetzt auch nicht ganz so teuer wie Special Wasserpass. Kann man auch machen, muss man selbst wissen, wir machen es nicht, ja. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Ja, klar. Wenn es dann abgewaschen worden ist, dann ist es wieder sauber. So wie hier? Ja, so wie da, dann muss es natürlich auch wieder besetzt werden. Ne? Ah. Das bisschen Autowachs drauf. Ja. Ja. Schön wachsen, mal trocken lassen, auspolieren und dann ist es wieder wie neu. Warte mal. Ich warte. Du bist so schnell weg. Ich bin so schnell weg, guck mal, was wir hier haben. 2Z-Antriebe. Ja, schön, wa? Duoprop. Ja. So, was? Bevor die in Wasser gehen, würde ich erstmal die Anoden kontrollieren. Ja. Ob die noch in Ordnung sind. Und da gibt es ein klares Todesurteil hier, oder? Nee, die sind noch in Ordnung. Ach, die sind noch in Ordnung? Ja, die kann man noch benutzen. Aha. Ja, das geht. Obwohl der ist schon ziemlich... Oder ja. der Nächste. Ja. Guck mal, der Nächste. Ja gut, die sind schon... aber auch hier ist die Dinge kosten eigentlich nicht so viel, dass ich würde einfach neue drauf machen. Ja. Dann ist das Problem... Opferanoden heißen die. Opferanoden und dann ist das Problem... Erklär mal das Prinzip Opferanode. Was macht das Ding eigentlich? Na, Opferanode, sagt das eigentlich selbst schon, die opfert sich eigentlich auf. So wie der Holländer. Man könnte sie auch Holländer-Anode nennen. Der opfert sich ja auch auf. Ich hoffe mir mal auf. Für die Kunden, für den YouTube-Kanal. Ja, genau. Ja. Genau. Okay. Endlich hast du es erfasst. Endlich bin ich mal so... Mich kommt die Tränen. Ja, du bist zufrieden. Ne? Ja. Also, die holländische Opferanode, ja, genau. Sollte man jedes Jahr wechseln. Ja, ja. Pflegt den Holländer. Naja, jedes Jahr wechseln. Man muss gucken, in was für Zustand sie sind. Diesen würde ich wechseln. Ja. Und die sehen ja schon, die sieht ja wirklich so erbarmungswürdig aus hier. Die kannst du schon zerbröseln. Ja, die würde ich einfach mal machen. Und ansonsten einfach eine optische Kontrolle machen, wie sehen die Dinge aus. Kommt Öl unten raus, ist hier unten. Du musst dir vorstellen, hier in diesem Getriebe ist natürlich Öl drin. Da. Ja, das ist Öl drin. Das ist bis hier oben. Ah, okay. Sind die Semmringen dann dicht? Einmal mal kurz drehen. Und dann
Tropfte sie hier, sind sie nass? Nee, die sind schön trocken, kein Problem. Zylinder sind auch alle schön trocken. Zylinder arbeiten auf Öldruck. Mhm. Das geht auf Öldruck. Das sind die Schläuche hier hin. Mhm. Da. Haben die ein Problem? Sind die beschädigt oder sind die irgendwo undicht? Das kann man eigentlich sofort sehen, ob da ein Problem ist. Mhm. Hier sehen wir weiter kein Problem. Hier würde ich mal gucken, wie das mit der Lenkung aussieht. Was würdest du sagen? Die hat ein bisschen Spiel. Sieht man auch, siehst du? Ja. Das hat ein bisschen Spiel. Das muss man mal in Auge behalten, dass es nicht mehr wird. Ja. Weil sonst muss oben hier ist ein Lenkbolzen drin, muss man neue Lenkbolzen drin, oder oben ist die Gabel ist ausgeschlagen. Mhm. Was manchmal passiert mit den Dingen. Also wenn das passiert, dann würden die jetzt deutlich mehr Spiel haben, würden deutlich mehr klappern. Ja, dann würden du wirst es mit Faden ummerken, weil dann hast du viel zu viel Spielung in den Lenkrad. Aha, also das geht hier noch so, ist noch okay. Ja, ja. Okay. Und diese Antriebe, die müssen sich frei drehen, das machen die auch hier. Die heißt kein Antrieb, das sind Propeller. Das sind die Propeller, ja, die müssen sich frei drehen. Kennst du nicht? Nee, kenne ich nicht. Nee. Ich habe ja einen richtigen Antrieb. Also ich muss ja sagen, ich bin Das ist ein Duoprop hier. Ja. Und kann man so mal kurz drehen, um zu gucken, ob die Propeller alle schön in Flucht noch sind, keine Beschädigungen oder irgend raus sind. Ja. Wenn das so ist und die sind umgeknickt oder die sind beschädigt, lass die neu machen, lass die reparieren und auswuchen. Du musst dir vorstellen, das ist wie ein Propeller, ist wie ein Rad am Wagen. Mhm. Wenn der Umwucht hat, fängt er an zu klappen, kennt jeder. Mhm. Dann fängt er an zu klappen, ein Lenkrad fängt an zu schütteln. Mhm. Das macht ein Propeller genau das Gleiche. Mhm. Die macht die ganze Antrieb innen, macht er die kaputt. Mhm. Das, lass das auswuchen. Mhm. Das sind Spezialfirmen, die das machen können und würde gerne mal machen lassen. Wann muss man das machen lassen, dieses Auswuchen? Dann, wenn du eine Beschädigung siehst. Ja. Wenn du zum Beispiel, du hast hier die Blätter verbogen. Blätter verbogen oder ist eine Ecke raus oder weiß ich viel was noch mehr. Ja. Ja. Immer reparieren lassen, auswuchen lassen. Mhm. Das ist wie ein Rad am Wagen. Mhm. Sag mal, ich bin ja kein großer Fan von diesen Z-Antrieben. Warum nicht? Irgendwie weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, eine Welle ist eine Welle. Also ich habe ja einen Wellenantrieb. Ja, da hast du recht. Eine Welle ist eine Welle. Ja. Ist Quatsch, oder was? Ein guter so ein Z-Antrieb ist auch gut, oder? Welle ist eine Welle. Natürlich ist eine Welle eine Welle. Ja. Ja. Ja, also ist, was ist denn jetzt sagen? Ich will sagen, Z-Antriebe sind, weiß ich nicht, wartungsaufwendiger als eine Welle? Ja, ganz klar. Ja, das definitiv, weil die liegen natürlich unter Wasser. Du hast hier an der Seite, ich weiß nicht, ob man das richtig sehen kann jetzt, hier sind auch Gummibärchen dran, hier an der Seite. Da. Ja. Und das ist quasi, da läuft die Antrieb, läuft hier durch. Ja. Und hier läuft die Auspuffanlage durch. Mhm. Und das sind Gummis, die da drin sind. Die muss man auch jedes Jahr kontrollieren, auf Risse, auf der Haarrisse drin sind, auf die undicht sind. Weil wenn das Ding im Wasser legst und da ist ein Riss drin oder da ist ein Loch drin, dann läuft ein Stück Wasser im Boot. Da läuft das Wasser ins Boot rein. Genau, genau. Mhm. Die muss man auch kontrollieren, auch sauber halten, kontrollieren. Und die würde ich auch maximal jede 15 Jahre auswechseln. 5 Jahre? Ja, maximal. Maximal? Ja. Also nicht länger. Spätestens nach 5 Jahren? Spätestens 5 Jahre wirklich auswechseln. Mhm. Weil sonst passiert es während der Fahrt. Es kann wegen der Fahrt passieren, ja. Ja, und dann, wenn du Pech hast, läuft der ganze Kahn ab. Ja, ja, genau. Na, ansonsten mal kontrollieren, so mal hin und her drehen, so, siehst du, dann kommt es so. Und dann auch mal so heben, ob die Zylinder, ob die Spielraum drauf ist, ob alles noch in Ordnung ist, alles fest ist. Und wenn das alles in Ordnung ist und gut ist, dann kannst du es im Prinzip im Wasser legen. Ja. Wo man auch drauf achten muss, und das vergessen die meisten Leute, wir haben hier 2 Stöpsel. Normalerweise, ich weiß nicht, ob die Kamerafrau das so sehen kann hier. Kann man die Kamerafrau das sehen? Die Kamerafrau kommt gleich mal um die Ecke und guckt. Warte. Ah. Und erzähl. Na, hier hast du jetzt einen Stöpsel drin. Die sind die sind natürlich beide drin. Passiert ganz oft, dass die Leute das Ding rausdrehen, machen es aber nicht sofort wieder zurück, legen das Boot im Wasser und läuft ab. Warum sind da diese Stöpsel drin? Ja, du kannst natürlich, wenn du Bilgenwasser hast in der Innenseite und du kommst, dann legst die Nase ein bisschen hoch, oder den Bug in diesem Fall legst du ein bisschen hoch, dann kannst du da Wasser, was in dem Boot ist, kannst du ablaufen lassen. Ach, die sind. Das sind im Prinzip ein Abwasserungsraum.
Entwässerungsschrauben sozusagen. Entwässerungsschrauben für die Bilge. Jetzt gehen wir mal in die richtige Bootsabteilung. Hinten die teureren Plätze, weißt du. Wo Wieso stehst du dann nicht da? Naja, du zeigst mir jetzt mal richtig ein richtiges Boot. Okay. Boah, da schon wie ein richtiges Boot. Nur ich zeig dir jetzt mal eine richtige Wellenanlage. Ja, zeig auch mal eine richtige Wellenanlage. Ja. Ich hab mehrere in Angebot, ja? Ja, sehe ich schon. Ja. Hier, jetzt wird's echt eng. Ja. So, Wellenanlage. Guck mal, das ist eine Wellenanlage. Jawohl, Wellenanlage. Schön, wa? Ja. Naja, eigentlich muss man, das lege ich schon wieder, ich bin jetzt genauso groß wie du. Sehr, sehr witzig. Ja, ja, ja. Ja. Ich mach mich mal klein. Ja, ja, mach dich mal kleiner. Ja. Ja. Okay. Na, eigentlich brauchst du hier nicht so viel zu machen. Das Einzige, was du ein bisschen prüfen musst, ist, hast du viel Spielraum am Ruderblatt? Ja. Hast du im Prinzip nicht. Wo sie am meisten ausschlagen wollen, ist an der Unterseite. Das ist auch die Unterseite mal prüfen. Alles schick. Alles hier gut. Ist alles schick. Brauchst du nichts zu machen. Na, ansonsten sieht das eigentlich gut aus. Und das ist eigentlich deine Welle. Und mehr ist eigentlich nicht groß dran. Naja, guck mal, was wir noch haben. Was wir vielleicht noch mal kontrollieren müssen. Du stehst fast daneben. Auspuff. Nein. Bugstrahlruder. Ah. Bugstrahlruder. Aber wir sind an der Hinterseite von Schiff. Das heißt Heckstrahlruder. Heckstrahlruder, ja. Richtig. So, dann gucken wir da mal rein. Ja, in das Rohr. Ja, was wir im Prinzip kontrollieren, dann gucken wir, ob alle Flüge noch heile sind, dass die nicht kaputt sind, keine Beschädigung dran sind. Nee. Ja. Hier sind nichts. Ist er noch fest? Ist er auch. Ja. Dreht er vernünftig? Und vernünftig drehen tut er auch. Das im Prinzip gut. Haben wir alles das gut. Erstmal kontrolliert. Ja. Das sind natürlich Sachen, die kann man jetzt machen. Richtig. Die sollte man auch jetzt machen. Sollte man eigentlich auch jetzt machen. Ja. Und dieses Schiff hat natürlich nicht nur einen Heckstrahlruder, hat auch einen Bugstrahlruder. Ja. Wir würden dann auch die Bugstrahlruder gleich mal kontrollieren. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja. Gehen wir mal vor. Und Anoden hat er auch? Anoden hat er auch. Die sehen, habe ich gesehen, noch gut aus. Da sind noch welche drauf. Und da unten müssen noch welche sein. Ja, sind alle noch in Ordnung. Das sieht eigentlich neidisch aus. Gut. Sehr schick aus. Gut. Gucken wir mal. Bugstrahlruder? Wunderbar. Ich sehe, da sind keine Beschädigungen dran. Das ist wirklich noch super in Ordnung. Alles prima. Und jetzt gucke ich, ob sich dreht. Ja? Ja. Dreht sich in beide Richtungen. Ja? Ja. Perfekt. Alles gut. Ich bin so stolz. Du, kann man abhaken hier. So, Lenny, jetzt haben wir Z-Antriebe inspiziert und wir haben die Wellenanlage inspiziert und wir haben die Bugstrahlruder und Heckstrahlruder inspiziert. Was gibt's noch zu bedenken? Was denkst du? Weiß nicht. Nee. Du bist ja der Fachmann. Wir haben noch ein paar Löcher im Schiff. Stimmt. Auslässe. Ja. Auslässe. Die unter Wasser sind. Die unter Wasser sind. Ja, richtig. Die können wir natürlich über den Kugel an der Innenseite angucken. Ja. Und kontrollieren, ob das alles richtig funktioniert. Aber es ist auch wichtig, dass man den von außen mal anguckt. Ja. Aha, warum? Loch ist Loch, oder? Nicht? Ja, Loch, ja. Ja. Was sagt der Lochbeauftragte? Ja. Das ist die Yachthafens Potsdam dazu. Ja, ja. Ja, ich weiß gar nicht. Da musst du mir erstmal eine Locheinführung geben jetzt. Der Fachmann muss mir erstmal sagen, hier, auf welche Löcher kommt es an. Ihr seid so doof. Nee, wieso? Naja, du. Ja. Also. Na, wir haben Klo. Hallensloch. Wir haben Klo. Du musst selber lachen. Ja, jetzt ist er aber wirklich doof. Jetzt sind die Altherrenwitze aber wirklich. Leute, mit diesem Mann kann man nicht arbeiten. Das ist unmöglich. Ich bin so seriös, ja, aber mit ihm kann man nicht arbeiten. Nein, geht einfach nicht. Ah, ja. Scheiß Löcher, du. Ja, los geht's. Sind wir soweit? Ja. Ja? Gut. Okay. Was haben wir denn alle für Löcher? Wir haben wichtige Löcher und unwichtige Löcher. Was sind die wichtigen Löcher? Ja. Die Hauptlöcher. Ja. Und die Nebenlöcher. Und die Arschlöcher. Also es gibt so viele Löcher, du. Und das gibt so, weißt du, was auch gut ist? Lochfraß. Ja. Gut. Soll ich dir jetzt mal ein richtiges Arschloch zeigen? Ja, ja. Von der Toilette. Okay, ja, richtig. Ist gut. Das wird nichts mehr jetzt. Nein. Das kannst du jetzt vergessen, das wird hier nichts mehr. Ach, aber kann man das, soll man das wirklich machen? Also soll man sich die Löcher wirklich angucken? Die werden ja, weißt du, kannst du dich noch erinnern, wieso das Boot untergegangen ist? Welches Boot? Kannst du dich nicht mehr erinnern, das? Nee.
Die da vorne ist jetzt. Ah ja, ja. Was stimmt. Der Ursache davon war? Das war ein defekter Kugelhahn, oder? Nee. Nee? Das war ein Kugelhahn, die war ein Standrohr gesetzt worden. Ja. Und dieses Standrohr ist unter dem Kugelhahn durchgefault. Richtig, das, genau. Durchgerottet, rost. Rostet, genau. Ja. Mhm. Das, was machen wir beim Starship in diesem Fall? Mhm. Was kontrollieren wir da? Na, weiß ich nicht, hilf mir. Nee. Das Standrohr kontrollieren. Das Standrohr. Auf der Rost hat. Ja, genau. Ja. Ja. Du kannst mit den. Das Standrohr! Ja, ja. Viele Standrohren ist nur eine Lochfrage einfach. Kommt mit dem Mann nicht herbei. I'll be coming up hot for a minute.